Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield Play for Free. Und es geht weiter mit einem neuen Part mit mir, dem Alex und dem Medi. Heute aber mal einfach mal was ganz Lustiges. Ich habe mir gedacht mit dem Fabi, dass wir einfach mal eine ganz lustige Runde spielen. Und zwar werden wir nur mit der Pistole und den Gadgets hantieren. Das heißt, die Hauptwaffe wird Nebensache bleiben. Oh, scheiße. Stand er jetzt wirklich dort? Hat er sich dort hinstellen können? Super. Oder halt auch nicht super. Und deswegen werde ich nur mit der Pistole spielen heute. Einfach mal aus Jux, Spaß, an der Freude. Wie man so schön sagt halt. A. Dann ist es ja eigentlich super, wenn ich mich hier hochstelle, ne? Ich sollte lieber rausgehen. Weil ich jetzt nicht weiß, wo der Schuss herkam. Oder die Schüsse. C gehört jetzt uns. Gut. Dann ditch mich jetzt einfach mal auf zu A machen. Und dann gehen wir mit der Pistole einfach mal volle Kanne drauf. No risk, no fun, sagt man ja immer so. Kein Risiko, keine Verluste, wie auch immer so in der Art. Dann positionieren wir uns alle hier einfach mal und machen mal ein bisschen Spawn Camping. Und schießen sie einfach alle gleich beim Auferstehen ab. So. Die haben jetzt aber aus irgendeinem Grund haben die D. Das heißt, wir werden jetzt wieder zu D hin gehen. Und B holen sie sich auch gerade eben. Das heißt, es wird jetzt richtig lustig. Den Punkt auch schon wieder. Ne, bei dem mache ich es jetzt so, stelle ich mich hier oben wieder mit meinem Medipack hin. Oh. Da war es wirklich, da hat mich jetzt wirklich so ein Jet abgeholt und wollte unbedingt mich tot kriegen. Hat er anscheinend hingekriegt. Gut. Oder hat er. Oh. Also wir sind US, lustig. Also machen. Oh, der erobert jetzt gerade. B, die Tour vom Masse-Regime einfach mal. Komm hier hinter. Und ziehen mit der Pistole ordentlich eins über die Rübe. Ich bin gleich tot, oder? Ja. Wenn ich mich nicht hier verbarrikadieren würde, ne? Und dann kriege ich noch für die eroberte Flagge ein paar Punkte. So muss es doch laufen. Mit der Pistole eine 1 zu 2 KD. Binsig. Und 551 Punkte auch binsig. Aber was juckt es jemanden? Nix, genau das ist die Frage, die ich beantwortet habe. Ganz simpel, genauso simpel wie genial. Und jetzt kommen hier welche an und die ziehen wir einfach mal ab. Oder halt auch nicht. Da waren die jetzt schnell mit Abschießen gewesen. Und dann holen wir uns doch jetzt einfach mal das nächstgelegene Fahrzeug und begeben uns wieder auf den Weg zu A. Was wir sich jetzt ja gleich wieder erobern werden. Aber wir siegen, weil wir ja schon mal wieder alle Punkte haben. Und sie gnadenlos abziehen hier. Deswegen werde ich mich jetzt, glaube ich, hier hinten mal auf den Punkt stellen. Hier hinten mal.
mal bei den Bäumen hin. Der Heli ist sowieso Geschichte. Und da oben ist ein Heli von denen. Warte jetzt. Da habe ich jetzt gerade noch ein paar Punkte gekriegt. Ich fahre jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter vor. Gut. Also der war von uns. Oh, und da war noch einer gewesen. Einer übrig geblieben. Der es an Land geschafft hat. Na, den werden wir gleich mal einen schönen Empfang bereiten. Erstmal klappere ich mal noch die anderen Punkte B und D ab, wo man ja bekanntlich über die Boote und einen schönen Wasserkanal auch hingelangen kann. Und hier befindet sich keiner, da oben ist jemand. Und bei B, wie sieht das hier aus? Ist noch alles im grünen Bereich. Jetzt fahren wir mal hier hinter, wo die ja normalerweise sind. Die Anlegestellen für die Boote. Da ist aber noch keiner drauf gekommen, dass es hier hinten irgendwie Anlegestellen gibt, weil ich sehe hier keine Boote. Die sind anscheinend entweder kaputt oder halt sind keine angekommen. Und deswegen machen wir uns jetzt einfach mal hier hinter auf. Natürlich, Auto gegen Laternenmast, oder eher gesagt, Flaggenmast. Wer gewinnt? Flagge. So, dann stellen wir uns hier hin. Hoch. Und da kommt schon wieder das erste Boot. Vor. Ich weiß ja nicht, welche. Ist das jetzt unser Chat oder den ist unser? Aussteigen, 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 aussteigen. Und wieder hin. Dem ziehen wir jetzt einfach mal was. Na, jetzt sieht man ja schon fast nichts mehr. Ist er zu weit weg. Und da haben wir gewonnen. 400 Pistole haben wir jetzt nicht gezeigt, nur diesen einen wirklich schönen gelungenen Tötungsversuch. Ich bin sogar bester Sanitäter und auch der einzige Sanitäter, der hier überhaupt mitgespielt hat. Und ich stehe sagen, wir spielen einfach mal noch eins mit der Pistole. Aber ich hoffe doch mal, dass wir dieses Mal nicht so schnell hier alle Punkte einnehmen. Obwohl das hier auch relativ schnell ging. Und da bin ich auch schon wieder auf einer anderen Map. Habe ich es jetzt mal versucht. Ich bin einfach mal Querfeldbeet, habe ich mir einfach mal eine gesucht. Und ich bin auf Basra gelandet und wir spielen Rush im Verteidigungsmodus gegen die Mannschaft, die im Angriff gerade eben ist und die hat es gerade eben nicht so gut, denn die liegen ganz schön viele Punkte zurück. So, hier liegen ein paar Leichen. Können wir die eine jetzt wiederholen? Wollte auch mal mit vorkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt den ihre letzte Station hier ist oder wie das hier aussieht.
immer zurück in die Besch in den Kampf. Da unten sind noch ein paar Leichen. Hier mit der Piste lang zu rennen ist schon ein Wagnis. Der hat jetzt noch eine Splittergranate hier reingehauen. Der Agro Assault. Den haben wir jetzt mal. Mal schauen, ob wir die umhauen können. Oh, die haben jetzt sich den einen Punkt gekrallt. Jetzt müssen wir B noch verteidigen. Verdammt. Versuche jetzt hier mal noch ein paar. Ha! Ich habe einen Nahkampfkill gelandet mit dem Defibrillator, ist auch lustig. Und es geht ja alles so rasant zu. Weiß man am Ende gar nicht, wo hier was passiert. Den wollte ich jetzt krank mit der Pistole holen. Wir haben noch. Nein! Ein paar Granätchen rein. Kommt der nochmal her? Da waren jetzt zu dritt, sind sie dort. Zu dritt. Na komm, jetzt spawn ich doch wenigstens hier oben noch. Oder so. Verdammt, die hauen hier aber auf den Putz. Im Gegensatz zu Dragon Valley ist das hier ja ein Spektakel der Massenermordung. Und wir haben trotzdem gesiegt. Ja. Das war's erstmal soweit von der Pistol Action. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Alex. Haut rein.